So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Attila Total War mit den Hunden. Das letzte Mal haben wir hier die Aphroditen zurückgeschlagen. Allerdings werde ich nicht noch die Zeit haben, die zu verfolgen. Weil ich jetzt auch ein paar Verluste bekommen habe. Und das ist dann vielleicht ein bisschen viel, was hier Partien und Matsunisch noch ins Feld führt. Wir ziehen uns mal ein Stück weit zurück. Das hier ist auch Partien. Kurz in den Marsch. Dann dürften die mich hier, wenn ich mich hier aufstelle, dürften die mich da eigentlich nicht erreichen. Weil ich möchte aber einfach mit der Horde noch in dieser Provinz bleiben, weil sonst mache ich gar keinen Gewinn mehr. Und ab nächster Runde führen wir dann nach und nach die anderen Horden wieder zusammen, weil wir rekrutieren ja hier auch fleißig. Boah. So, der Streiter. Unterdrücken. Also, wir rekrutieren hier. Hier. Ja, immerhin zwei Horden. Wir können ja auch bei den wenigsten Horden die Truppen rekrutieren. Wir haben nur zwei Horden, wo wir hier diese berittenen Bogenkrieger der Steppe rekrutieren können. Naja, was soll's. Ich bin trotzdem sehr zufrieden aktuell. Wie gesagt, wir haben jetzt erstmal Ruhe, ne? Das, was Partini hat, zwei, das wird nicht so viel. Mazunisch können wir ignorieren. Die Kartler, die rühren sich ja hier aktuell nicht. Die machen nicht mal ansatzweise Anstalten, hier an Land zu gehen. Und selbst wenn, wäre die Armee keine Bedrohung. Und Aranisch, ist zu schwach aktuell. Also, wir haben uns jetzt hier sehr, sehr viel Zeit erkauft. Und in der Zeit können wir auf alle Fälle uns wieder aufbauen. Die Frage ist, ob es für 10 Runden ausreicht, ne? Den Runden. Die brauche ich. So, noch ein Lagerfeuer errichtet. Ja, und ich würde hier wirklich gerne mehr Ämter besetzen, ne? Also, gerade hier dieses Hordenwachstum, was wir hier nochmal bekommen, wäre schon nicht schlecht. Aber bis diese Kinder hier alle mal erwachsen werden, das dauert. Das dauert ewig. Und ich kann die, glaube ich, nur in die Familie holen, wenn ich die rekrutiere als General. Ansonsten kann ich die, glaube ich, nicht in die Fraktion holen. So, 63 Einfluss, 236. Der hätte genug Einfluss, um jemanden zu adoptieren. Jetzt mit der Loyalität aus 8. 5, 7, gut, die Loyalität ist sehr hoch. Hoffe ich mal, dass Party mich nicht erreicht. Weil wenn nicht, muss ich mich zurückziehen. Wobei, selbst die kommen im Marsch ja hier gerade mal über den Fluss rüber. Aber wenn nicht, ein Rückzug müsste auf alle Fälle möglich sein. Weiter geht's.
Aber die 6 Horden, also das ist wirklich eine gute Zahl. Die kann man gleichzeitig ganz gut verwalten. Ich glaube, mehr dürften es aktuell aber auch erstmal nicht sein. So, Arane schaut ab. Sarai wäre jetzt natürlich angreifbar. Ein Agent. Aber da ist ein Streiter drin. Ja. Aber er hat nicht die Reichweite gehabt. Das habe ich so einkalkuliert. So, die Septimanen. Hier ist nämlich Anatolien. Das ist die letzte Fraktion, die zieht, ist Anatolien. Und die ist auch in der Ecke hier zu verorten. So, die Garamanten sind auch im Krieg mit den Weströmern. Wie viele Regionen halten die Weströmer noch? Zuletzt waren es ja 6, jetzt sind es nur noch 4. Die steuern also auch auf ihren Untergang zu. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Oh, Abchasien macht Frieden. Das wäre doch mal was hier, ein Friedensvertrag mit Abchasien. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt da rein reise, könnte es sein, dass die Luria und auch die Kräutungen hier in das Gebiet reinmarschieren, weil die stehen ja die ganze Zeit an der Grenze. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das damit zu tun hat, dass hier Abchasien, dass Abchasien diese Region gehört. Mal den Schauplatz wechseln, aber ich finde das hier so schön übersichtlich, weil hier haben wir ja links und rechts das Meer und diese natürliche Barriere, die ist sehr von Vorteil. Ich mache wirklich mal einen Frieden mit Abchasien. Sprecht und seht zu, dass ich Profit in euren Worten finde. Wir sehen wenig Wert in weiterem Blutvergießen. Ihr habt mit Ehre gekämpft. Doch nun ist es an der Zeit, ihr habt... Sehr schön. Ein Friedensvertrag mit Abchasien. Lange gebraucht. So. Es bringt mir nichts. Wir können ja allgemein mal alle Fraktionen durchgehen. Gut, die Aphegiden, da will ich jetzt auch gar keinen Frieden haben, weil das ist fruchtbares Gebiet. So, das sind die Unterstützerstaaten. Aranisch. Seid gegrüßt. So, brauche ich gar nicht probieren. Die Burgunder, niedrig. Die halten nur noch eine Region. Naja. Aber Frieden mit Abchasien. Das ist. Ja, ein bisschen was wert. Und es sind nur noch 9 Runden bis zur Technologie. Wunderbar. Hier ist es auch sehr übersichtlich aktuell. Bereit für den Einsatz! Für den Sturm! Krieger! Für die Götter! Für den Sturm! Gepriesen sei Kua! Wir müssen jetzt eine Runde mit allen Horden auf in eine Region zurück. Nächste Runde werden wir mit vereinten Kräften dann diese Armee angreifen. Die ist halt nicht stark, aber ich weiß nicht, ob die Munition ausreicht hier. Ich bin mir nicht sicher, ob die ausreicht. Ah, die hat eine hohe Reichweite. Der Agent, den wir hier haben. Jetzt hätte ich wirklich mal ein großes Interesse, ihn hier zu behindern. Der Agent muss sowieso nach Süden. Scheitert, ey. Weil die Armee blockiert fast alle meine anderen Horden. Na gut, dann ziehen wir nach Norden. Achso, die Armee ist behindert worden. Ja gut, dann habe ich wirklich ein ernsthaftes Problem.
Die ist behindert worden. Die kann sich sowieso nicht bewegen. Ja, dann holen wir eine andere Horde in die Nähe. Ja, dann stellen wir die daneben. Wird wahrscheinlich nicht für eine Lagerstellung ausreichen. Oder? Vielleicht haben wir Glück und es reicht. Ja, perfekt, es reicht sogar. Und die unterstützen sich gegenseitig, sieht man an dem Pfeil. Wunderbar. So, dann schicken wir die nach Norden. Ich sende mich nach einem Kampf. Gibt es nichts weiteres? Bewegt euch. Ihr habt weitere Befehle. Und die holen wir doch wieder nach zurück. Schwert meines Volkes. Für den Stamm. Für die Götter. Bewegt euch. Und dann werden hier ebenfalls weitere Kavallerieeinheiten rekrutiert. Bereit zum Kampf! Gepriesen sei Kuan! Wie kann ich euch helfen? Ich sehne mich nach einem Kampf! Bereit für den Einsatz! Setzt euch und teilt mein Feuer! Bereit zum Kampf! Gepriesen sei Kuan! Wie kann ich euch helfen? Ich gehe jetzt hier erstmal ein paar Einheiten rüber. So. Dann hat er jetzt 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nehmen wir mal. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay. Und 4 rekrutiere ich hier noch. Wie leitet meine Schritte? Für die Götter. Ah, jetzt ist der Plan aber nicht ganz so gut aufgegangen, leider. Na gut. Aber trotzdem haben wir jetzt hier schon mal die Einheit. Dann rekrutieren wir eben erst nächste Runde weiter. Sind wir für eine Runde mal nicht in der Horde. So, dann können wir hier schon mal die Tischlerei errichten. Das dauert ja auch nochmal 3 Runden. Weiter geht's. Hoffentlich unterstützen die sich auch gegenseitig. Also der Pfeil war ja deutlich sichtbar, der gelbe. Und dieser Pfeil sagt, man ist in Verstärkungsreichweite. Das werden wir sehen, wenn Partien zieht. Zunisch. Und jetzt die Partien. Und sie ziehen sich zurück. Sehr schön. Sehr schön. Wunderbar. Na, das hätte ich mir aber auch nicht getraut. Aber die Karte sind jetzt hier tatsächlich mal an Land gegangen. Und die haben eine ziemlich hohe Reichweite. 4 Sterne General. Verleumdung. Ihm bezahlen, egal was auch immer passiert. Die Kräutungen sind im Krieg mit Abchasien. Oh, das ist sehr gut. Das ist doch wunderbar. Die Kräutungen in Abchasien. Wie ist denn das Kräftegleichgewicht? Die sind stärker 19 und Abchasien ist stärker 33. Na, beeilt euch mal mit der Rekrutierung. Ich kann die Kräutungen jetzt nicht von meiner Haustür gebrauchen. Jetzt schon wieder. Also der Agent, der geht mir wirklich auf die Nerven. Der geht mir auf die Nerven. Und die unterstützen sich dann wahrscheinlich auch bald schon. Aber die 2 sollten ausreichen. Das sollte ausreichen. So, jetzt haben wir die auch noch in Reichweite. Bewegt euch, Männer! Gibt es nichts weiteres?
So, dann haben wir die letzten Kavallerieeinheiten. Wobei, ich wollte ja immer ein paar Nahkampf-Kavallerieeinheiten noch in die Armee holen. So, die Söldner der persischen berittenen Bogenschützen, die haue ich jetzt raus. So, und zweimal Nahkampf-Kavallerie. Und dann nehmen wir hier auch wieder zweimal die hunnische berittene Kriegsbande. Sehr schnelle Kavallerie. 108 Geschwindigkeit. 59 Nahkampfangriff. Ja. Na, noch sind sie sicher. So weit kommen die Karte ja nicht. So, und die Horde stecke ich jetzt mal in die Provinz. Dann dürfte das Ganze sich echt positiv auf unser Einkommen auswirken, ne? Ne, nimmt sich nicht viel, leider. Nimmt sich nicht viel, aber wir machen immer noch Gewinn. Das ist schon mal gut. Bereit zum Kampf! Für die Götter! Bewegt euch, Männer! Wie kann ich euch helfen? Agent manipulieren. Was passiert, wenn ich die manipuliere? Hält den Zielagenten auf. Ja, das Problem ist, der steht immer noch direkt vor der Armee, kann weitere Aktionen durchführen. Was wir machen können, ist die Armee hier zu behindern. 48%. 55. Ja, komm, wir machen es mal. 55%. Sehr schön, Erfolg. Das heißt, der wird mich jetzt hier auch erstmal die nächste Runde nicht angreifen, weil er die nicht dazu ziehen kann. Das ist gut. So. Das war's. 8 Runden noch. Der Norden ist frei. Die Kartler, die holen wir uns nächste Runde dann mal oder übernächste Runde weg. Verstärkung wird auch aufgebaut. Bereit zum Kampf! So, und ich warte jetzt hier erstmal auf neue Überschüsse. 3 haben wir hier, 0, 8, 2 und 3. So, dann warten wir jetzt hier auch auf den neuen Überschuss und dann können wir hier noch ein weiteres und letztes Gebäude errichten. Krieger! Für den Stamm! Für die Götter! Für den Stamm! So, und den schicke ich mal in die Horde. Ich habe Frösche mit mehr Rückgrat gesehen. Ich sehne mich nach einem Kampf! Bereit zum Kampf! Krieger! Ich bin das Messer im Dunkeln. So, 52.000. Genau 52.000 muss man auch erstmal schaffen. So, und Abchasien ist im Krieg mit den Lugiern und den Kräutungen. Mit beiden Fraktionen. Dann werden sie wahrscheinlich Sarai jetzt erobern. Was ich für meine Belagerungstaktik mit den Onagern natürlich einkalkulieren muss, ist, dass die Onager eine deutlich geringere Bewegungsreichweite haben auf der Karte und ich dadurch natürlich meine Truppen nicht ganz so weit verschieben kann. So, da geht bestimmt drauf der Agent, oder? Nee, das sah mir fast nach einem Erfolg aus. Bis jetzt haben sie Abchasien aber noch nicht angegriffen.
So, die Kaledonier, die Sachsen, die Alemannen, die Lachmiden. Das ist gut. Das heißt, wenn die Alemannen jetzt mit, kriegst du mit den Lachmiden, die ein Tributstaat sind von den Sassaniden, dann sind die Alemannen bestimmt auch im Krieg mit den Sassaniden, ne? Ja. Das ist schon mal gut. Pontos wurde komplett vertrieben. Allerdings bauen die Sassaniden ihren Herrschaftsbereich aus. So, das ist eine Armee von Matsunisch. Allerdings, wie gesagt, sehr primitiv, fast nur aus Speerträgern. Wie kann ich euch helfen? Krieger! Bereit zum Kampf für die Götter! Bereit zum Kampf! So, jetzt verteilen wir erstmal die restlichen Einheiten hier noch. Tengri leitet meine Schritte. Bereit für den Einsatz. Ich sehne mich nach einem Kampf. So. Euch, Männer! Setzt euch! Wunderbar, Armee noch. Eine Einheit muss ja sowieso immer drin bleiben in jeder Armee. Sehr schön. Bewegt euch! Gepriesen sei Kua! Wie kann ich euch helfen? Setzt euch und teilt mein Feuer! Schwert meines Volkes! Bewegt euch! 3000 pro Runde, wunderbar. So, wir sind auch wieder einsatzbereit jetzt hier, ne? Wir haben sogar hier teilweise Bogenschützen auf Gold. Goldrang, ne? Ich sehne mich nach einem Kampf! Krieger! Bereit für den Einsatz! Was wollt ihr? Ich könnte noch mehr. Und ich warte auf die Onaga. Ich warte und warte. Und teilt mein Feuer! So, ich warte, bis ich weitere Industrie errichten kann. Wir sparen erstmal die Überschüsse, außer hier. Hier haben wir jetzt 9. Da bauen wir auch das letzte Gebäude. Kultur, Handel, Industrie. Hier habe ich alles mal irgendwie ausgebaut. Ich glaube, Wurst aus Tierhaltung wäre ganz gut, wenn wir das hier nochmal erhöhen. Oder hier der Tauschhandelsplatz. Oder ganz klassisch noch mehr Industrie. Bauen wir hier noch irgendwie einen Tuchmacher? Ja, komm, wir bauen einen Tuchmacher. Bringt am meisten. Setzt euch und teilt mein Feuer. Krieger! Bringt einfach am meisten. So, hier haben wir 700 Industrie. Hm. Hier können wir uns ja entscheiden, ob wir vielleicht auch einen Tauschhandelsplatz bauen. Wohlstand plus 5% aus Tierhaltung. Hier haben wir auch viele Gebäude der Tierhaltung. Na komm, nehmen wir das. Nehmen wir das Lagerfeuer. Oh, die bekommt Verschleiß. Was ist denn mit Partien los? Die haben bestimmt eine Hungersnot. Na gut. Die Abchasien wird sicherlich auch eine Hungersnot haben, genau wegen mir, weil ich in dem Gebiet hier stehe und sehr viel Nahrung einnehme. Hier minus 104. Ich denke mal, sobald ich mit all meinen Armeen hier in der Region von den Afrigiden stehe, haben die sofort eine Nahrungsmittelknappheit. Für den Stamm!
Ich kann die doch bestimmt ein Stück verschieben, ja, kann ich. Dann verschieben wir mal unsere Horden in die Richtung, weil ich will Abchasen jetzt ungern schwächen. Die haben ja dieselben Feinde wie wir, die Lugier und die Kräutungen. Dann geht's jetzt auf die Afrigiden. So, du bleibst dort. Wie kann ich euch helfen? Bereit für den Einsatz. Tengri leitet meine Schritte. Für den Stamm. Bewegt euch, Männer. So, vielleicht haben die nächste Runde Hungersnot. 150 Nahrung verlieren die jetzt. Wir haben ja Kontrolle und Sichtweite über alle deren Regionen. Hier haben sie Ställe und kann eine Kamelfarm. Gut, hier ziehen die sehr, sehr viel Nahrung durch. In der Provinzhauptstadt kann man keine Nahrung produzieren, da kann man nur Nahrung verbrauchen. Und dann haben sie nachher noch die Slaku. Gut, die haben sie auch nochmal eine Kamelfarm. Ich denke, wenn wir diese Siedlung einreißen und ausrauben, wird es schwierig für die, noch genug ausreichend Nahrung zu produzieren. Komm, wir holen die auch noch gleich rüber. Bereit für den Einsatz. 150 Nahrung verlieren sie jetzt. Das ist wirklich viel. Und da sicherlich viel durch mich. Hier plus 20 Nahrungsverbrauch in Provinzen, in denen sich die Horde aufhält. Wir haben jetzt 5 Horden in der Region. Das sind allein schon 100 Nahrung. Woher die restlichen 50 kommen, weiß ich jetzt nicht. So, Hordenwachstum plus 12, ja. Wenn wir jetzt in den Plündermodus gehen würden, würden wir nochmal extra. Aber da kriegen wir keine Verstärkung. Ich brauche hier Verstärkung in der Armee. Gepriesen sei Kuar. Wie kann ich euch helfen? Für die Götter. Setzt euch. Aber das mit dem Plündern ist gar nicht mal so schlecht. Verbrauchte Nahrung 11 aus der lokalen Region. Gestohlene Nahrung 6 der verbrauchten Menge. Aber da haben wir eben auch nicht den erhöhten Wohlstand und auch nicht das Wachstum. Deswegen bevorzuge ich eigentlich immer diese Hordenstellung. So, da, was haben wir eigentlich im Norden hier? Ach, auch Abchasien. Ja gut, dann brauchen wir den ja erstmal dort nicht. Dann ziehen wir den mal hier ab. Mal ein bisschen. Können wir uns den Krieg anschauen. Zwischen den Lugiern und Häutungen und Abchasien. Wie kann ich euch dienen? Mal gucken, ob die jetzt hier nächste Runde eine Hungersnot haben. Bin ich mal gespannt. Aber es ist schon beeindruckend, wir sind in der 38. Folge, da sah das Weströmische Reich mein Let's Play ganz anders aus als mit den Hunnen. Wird die Hunnen ja fast noch schwieriger einschätzen als die Weströmer. Vielleicht habe ich auch falsch begonnen, aber ich habe ja trotzdem, ich bin ja sehr ich habe sehr defensiv gespielt, habe geguckt, dass die Horden nicht draufgehen. Aber wenn ich andere Truppen rekrutiere, dann verdiene ich halt kein Geld mehr und ich muss ja immer noch ein bisschen was erwirtschaften. Na? So, die Afrikiden. Warum rauchten die Stadt so? Wurde die ausgeplündert? Nee, das ist einfach nur das wirtschaftliche Treiben hier. Der baut. Deswegen kommt der Staub. Aber er hat tatsächlich jetzt eine Hungersnot. Er hat tatsächlich eine Hungersnot. Ne, Nahrungsmittelknappheit, das ist noch keine Hungersnot. Wo
trotzdem, das ist ja seine einzige Region. Er kann ja aus anderen Quellen gar nichts mehr beziehen. Eigentlich müsste das sogar eine Hungersnot sein. Naja. Schön ist, dass Partien hier Verluste bekommt. Ehe ihr zu reden beginnt, lasst mich euer Akzent. Wie kann ich euch dienlich sein? Ich lege eine Pause ein. Ich werde den alten Wegen folgen. Was wollt ihr? So, noch 6 Runden. Haut hat gewonnen. Haut des geschundenen Feindes. Wenn ich einen Umhang leid bin, spanne ich ihn einfach über eine Trommel. Autorität plus 2. Friedenfeinde Sachsen und Weströmisches Reich. Illyrien tritt auf. Seid willkommen. Lasst uns reden und guten römischen Wein trinken. So, die Agenten. So, da haben wir hier das Industriegebäude errichtet. Und auch die Tischlerei auf Stufe 3. Nahrungsmittelknappheit gelöst. Ich wusste gar nicht, dass wir eine Nahrungsmittelknappheit mal hatten. Warum ich die Agenten von Abchasien immer noch verfolge, ist mir aber auch ein Rätsel. Ganz abgelassen haben die auch noch nicht. Ich finde das Messer im Dunkeln. Ich könnte noch mehr tun. Für die Ghetto. Für den Stamm! Ich sehne mich nach einem Kampf! Bereit für den Einsatz. So, 3500 pro Runde. Der sieht gut aus. Bereit für den Einsatz. Krieger. Gepriesen sei Kuar. Wie kann ich euch helfen? So, das sind unsere tatsächlichen Rekrutierungsoptionen, ne? Bosporianische Infanterie, sehr teuer. Und die Krieger der Ua sind auch nicht günstiger. Sind alles Einheiten, die werden nicht das überragende Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis werden nach wie vor hier die berittenen Burgenkrieger der Steppe haben. Ich denke auch, dass diese hundisch berittene Kriegsbande relativ gut ist. Die kostet auch nur 160. Alles weitere. Ist Infanterie. Krieger! So, hier werden wir als nächstes dann einen Burgenplatz errichten. Weil hier bekommen wir ja plus 10% Munition. Also wenn ich jetzt hier normale hundisch berittene Bogenschützen rekrutieren würde, hätten die sogar schon 34 Salven. Ich denke mal, mit dem Gebäude hier auf der letzten Stufe sind es ja nochmal 5% mehr Munition. 15% insgesamt. Da haben sie dann 6 Salven mehr Munition. Das ist nicht zu verachten. Ne? Ich sende mich nach einem Kampf. So, Integrität ist überall sehr hoch. Krieger! War hier noch eine andere Armee von Partien? War doch nicht die einzige, oder? Es gab noch eine. Dass ich die gerade nicht sehe, das macht mir gerade ein bisschen Angst. Hier ist noch eine. Oder war das nur eine 14-Mann-Armee?
Na, ich denke, wir können uns auf alle Fälle jetzt etwas in das Gebiet hineinbewegen. Und den lege ich jetzt mal um. Solange der hier noch steht, kann ich die Armee nicht bewegen, weil der jede Runde wieder von neuen blockiert. Dann hole ich die jetzt mal für eine Runde raus. 62%. Sehr schön, endlich. Weg. Ich sehne mich nach einem Kampf. Blut und Ruhm. Gepriesen sei Kuar. Wie kann ich euch helfen? Für die Götter. Ach, jetzt kann ich ihn trotzdem weiter bewegen. Sehr gut. Bei den Göttern, es geht los. Wir brauchen gute Kenntnis. Bewegt euch! So, Stück für Stück nach Süden. Für die Götter. Bewegt euch, Männer! Für den Stamm! Wichtig ist, dass die kleinen Horden alle geschützt werden. Durch eine große Horde. Hey, unsere schöne, schöne Feldstadt. Sieht doch echt schön aus. Weiter geht's. Oh, die Folge ging sehr schnell um. Ich sehe gerade schon, wir sind schon wieder bei 37 Minuten. Da habe ich leicht überzogen. Naja, wir lassen erst die KI noch ziehen und dann führen wir das hier zu einem ruhigen Abschluss. Tja, manchmal merkt man einfach gar nicht, wie die Zeit verfliegt. Ja, mit dieser Stärke hier von drei Armeen, die sich gleichzeitig unterstützen, wird sich fast keine Armee trauen, uns anzugreifen. Das ist sicher. So, Mazunisch. Zieh nach Süden. Oh, Aria mit einer 20er und Atropatene. Hm. Da kommt wieder ein bisschen was hoch. Ah, dafür zieht Parthian gen Süden. Nun gut. Oh, wir machen richtig fett Minus. Da müssen wir aufpassen. Ich bedanke mich jedenfalls erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, für euer Interesse. Müssen wir nächste Runde mal was mit der Wirtschaft machen. Die ist hier stark eingeschränkt aktuell. Wie gesagt, minus 100% Wohlstand aus allen Gebäuden. Das liegt an der Aufteilung. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und macht's gut.